Moin aus der Küstenregion der Atacama-Wüste in Chile. Uns haben sehr, sehr viele Nachrichten von euch erreicht bezüglich unserer Räder, was wir denn eigentlich genau für ein Fahrrad fahren, was für ein Modell es ist, was wir so an dem Fahrrad verbaut haben, wie zufrieden wir da sind und vieles, vieles mehr. In diesem Video wollen wir endlich einmal darauf eingehen, auf alles, weil es wurde sich so oft gewünscht und diesen Wunsch wollen wir euch jetzt einfach erfüllen. Wir haben immer gesagt gehabt, wir wollen noch ein bisschen warten, damit wir mehr Erfahrungswerte sammeln können, weil wir wollen nicht einfach das Fahrrad neu haben und direkt ein Video raushauen, sondern wir haben uns überlegt gehabt, gut, wir fahren erstmal eine gewisse Zeit, dass wir doch wirklich Erfahrungswerte haben. Das sind mittlerweile 8.500, bisschen mehr, also mehr als 8.500 Kilometer, die wir mit diesem Fahrrad jetzt auf unsere Reise zurückgelegt haben. Es werden noch viele, viele, viele tausende Kilometer mehr folgen. Dabei sind wir auch bis jetzt schon durch viele verschiedene Regionen gefahren oder Klimazonen und Untergründe. Wir hatten alles dabei. Wir waren im Dschungel, wir waren in der Wüste, wir waren im Hochgebirge, wir waren bei heißen Temperaturen jenseits der 40 Grad unterwegs, wir waren in eiskalten Temperaturen unter 20 Grad, minus 20 Grad unterwegs gewesen, hatten dabei Wüstensand, Schotterpisten, Buckelpisten, Asphalt, Feldwege, Waldwege, alles Mögliche dabei gehabt und können daher jetzt wirklich sagen, wir haben jetzt Erfahrungswerte gesammelt mit den Fahrrädern und diese wollen wir einmal in diesem Video mit euch teilen. Direkt ein kurzer Disclaimer an dieser Stelle, und zwar werden wir für dieses Video nicht bezahlt, es ist keine Werbung und wir werden auch nicht gesponsert, also beziehungsweise die Fahrräder sind uns auch nicht gesponsert worden oder zur Verfügung gestellt worden, wir haben die von unserem eigenen Geld gekauft und somit geben wir unsere eigene ehrliche Meinung in diesem Video einfach nur ab. So viel dazu, dann fangen wir mal an. Als allererstes wollen wir einmal darauf eingehen, was haben wir denn überhaupt für ein Fahrrad? Wir sind unterwegs mit einem Fahrrad aus dem Hause Rennstahl, und zwar das Modell Get Fast von 2022, das 853 Pinion. Dabei habe ich einen Rahmen in Größe L und Jasmin in Größe M, da sie ein bisschen kleiner ist. Als nächstes kommen wir zum Herzstück unseres Fahrers, und zwar das Getriebe. Wir sind unterwegs mit einem Getriebe aus dem Hause Pinion, und zwar das P118 Modell. Die 18 im Namen steht für die 18 stufenlos schaltbaren Gänge. Bei dem Getriebe handelt es sich um ein geschlossenes System, was in Öl gelagert ist. In diesem System selber befinden sich Zahnräder, die je nachdem, welchen Gang man wählt, in verschiedenen Positionen zusammengreifen. Ähnlich wie ein Autogetriebe, das jeder kennt. Gleiche Funktionsweise. Es ist kein Motor. Bei viele vertun sich oft und sagen, oh, das ist ja ein E-Bike, ein Motor. Nein, es ist kein Motor, kein E-Bike. Es ist wie das es ist ein Getriebe nur. Genau. In Verbindung haben wir es mit einem Zahnriemen aus dem Hause Gates, mit dem CDX-Riemen, um genau zu sein. Es gibt auch die Möglichkeit, mit Kette zu fahren. Bei unserem Modell gibt es diese Option nicht. Es ist standardmäßig mit dem Riemen verbaut. Ein großer Vorteil an einem Riemen ist, dass sie sehr, sehr langlebig sind, diese Gates-Riemen. Da können wir auch aus Erfahrung sprechen. Des Weiteren sind die auch extrem wartungsarm, was das angeht. Man muss kein Ölen, man muss keinen Kettenwechsel machen und Ritzelwechsel, das, was man ja bei Kette hat, was man so alle 2, 3, wenn man Glück hat, 5.000, kommt immer darauf an, in welchem Gelände man ja unterwegs ist und wie sehr man den pflegt. Mit dem Riemen ist das kein Problem. Der Hersteller gibt an, eine Mindestlebensdauer von 25.000 Kilometern, das ist schon sehr enorm. Wenn man so Erfahrungswerte im Internet guckt, gibt es auch welche, die erzählen, die sind da schon 50.000, 70.000 Kilometer mit und mussten nichts machen, also das ist top. Reinigung ist auch einfach, also Dreck, Schmutz hat den Riemen gar nichts entgegenzusetzen. Wie wir es hatten zum Beispiel in Peru mit den ganzen Schlammlawinen, erreicht danach einfach in der Pfütze sauber machen und dann ist das Ding sauber und es quietscht auch nichts mehr. Als nächstes kommen wir zu unseren Laufrädern. Bei den Felgen handelt es sich um eine Maverick-Felge in der 27,5 Zoll Größe. Bestückt ist diese Felge mit Reifen aus dem Hause Schwalbe, den Johnny Watts Reifen in der Breite von 2,35 Zoll. Im Vorderrad ist verbaut eine Sonnennarbe, und zwar die Son 28 Boost. Und im Hinterrad ist eine Narbe verbaut aus dem Hause Tune, und zwar die Boost 1X. Kommen wir als nächstes zu den Bremsen. Hier sind standardmäßig von Rennstall schon Hochleistungsscheibenbremsen verbaut aus dem Hause Magura, und zwar das Modell MT5. Der ein oder andere wird es vielleicht kennen aus dem Mountainbike-Bereich oder Downhill-Bereich. Dort wird ja sehr viel Wert auch auf eine
funktionierende, sehr gute, anspruchsvolle Bremse gelegt, also die auch anspruchsvolles Gelände und auch Wetter aushält, auch wenn es mal regnet oder auch mal matschig ist. Das erfüllt diese Bremse definitiv. Die große Besonderheit bei dieser Bremse ist, dass man pro Bremssystem 4 Kolben hat. Und diese Kolben, also die Bremsbacken, kann man sogar noch einzeln variieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und zwar gibt es die Performance-Reihe, es gibt die Race-Reihe und es gibt noch eine weitere, die ich jetzt gerade nicht auf dem Kopf habe. Jedenfalls so, dass man die Bremsbacken auch so ein bisschen dementsprechend anpassen kann, was man vorhat. Wir sind mit der Performance-Reihe unterwegs, von Anfang an bis jetzt, und wir sind super zufrieden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, die Bremsbacken entweder einzeln zu holen, also das sind dann einzelne, so wie man sonst von der normalen Bremse auch herkommt, dann hat man 4 Kolben in jedem System drin, oder halt als Doppelsystem, dann hat man 2 Paare jeweils in dem System drin. Die Bremsscheibe hat einen Durchmesser von 180 mm. Als nächstes gehen wir ein wenig auf den Vorbau ein, sowie den Lenker und was am Lenker so eigentlich verbaut ist bei uns. Bei dem Vorbau handelt es sich um den Ergotec 6, den Swell XR. Dieser ist auch mehreren Stufen einstellbar. Das heißt, man kann den Neigungswinkel nach oben und nach unten verändern, was natürlich den Vorteil hat, wenn man halt ein bisschen mehr sportlichere Sitzposition haben will, kann man den was flacher machen, oder halt wer aufrecht sitzen will, kann man den etwas hoch machen. Und natürlich an die Körpergröße kann man das so ein bisschen mehr anpassen. Super, super genial. Macht es einen leichter. Bei dem Lenker handelt es sich auch ebenfalls von Ergotec 6 Reihe um den Riser, bei uns die 700 mm Variante, also die Länge von dem, beziehungsweise die Breite von dem Lenker. Und bei den Griffen sind Jasmin und ich ein bisschen unterschiedlich unterwegs. Bei mir sind die Ergon GP1 Griffe verbaut, ohne Hörnchen. Bei Jasmin die von Ergon die GP3 mit Hörnchen. Die hat halt diese etwas längeren Hörnchen, weil sie das mag mit dem bisschen so umzugreifen. Ich bin nicht so der Fan von Hörnchen, beziehungsweise habe es noch nie gebraucht groß, deswegen habe ich sie bei mir weggelassen. Vorher waren die Räder bestückt von Contact Cork Tour oder Tour Cork, so rum, Griffen. Die hatten leider nicht die Möglichkeit, einen Spiegel anzubringen. Von daher haben wir dann die Griffe getauscht, aber waren auch gute Griffe, keine Frage. Des Weiteren, der Spiegel, da scheiden sich ja die Geister immer so. Für den einen ist es graus, für den anderen heißt es so, du hast die Kontrolle über dein Leben verloren. Andere sagen wieder ein Muss. Wir sagen definitiv ein Muss. In vielen Situationen hat der Spiegel schon oft geholfen, gerade auch wenn man zu zweit fährt. Ist das ganz praktisch, weil man so seinen Hintermann auf jeden Fall, oder Hinterfrau in dem Fall, immer im Blick behält. Bei uns sind die Spiegel von Cefal, das sind Kunststoffspiegel, die man an der Seite einfach reinmachen kann und stufenlos verstellen kann. Also was heißt stufenlos? Also man kann sie verstellen halt, den Neigungswinkel, also man kann ihn komplett 360 Grad einstellen, wie man lustig ist. Des Weiteren, was man bei mir jetzt hier sieht, ist, ich habe noch eine Handyhalterung verbaut, das ist die Clickfix für die Navigation halt, weil wir übers Handy navigieren. Den einen oder anderen vielleicht würde das vielleicht auch interessieren. Also die Halterung ist top, weil du halt jedes Handy einspannen kannst, weil die halt Flexi-Gummi-Halterung am Rand hat, an der Fixierplatte, und somit halt jedes Handy möglich ist, was halt super ist. Des Weiteren haben wir noch eine GoPro-Halterung, die bei uns beiden die gleiche ist. Bei unserem Licht handelt es sich um eine Lichtanlage aus dem Hause Sonn, und zwar Edelux 2. Der Frontscheinwerfer, der lässt sich ein- und ausschalten über einen Hebel hier vorne. Und hinten ist ein ganz normales Standardlicht von Sonn, was auch zu der Reihe gehört, als Rücklicht verbaut. Gespeist wird das Ganze über unseren Sonnen 28 Boost Nabendynamo. Und somit hat man immer, wenn man es braucht, Licht und braucht nicht darauf achten, dass man einen Akku geladen hat oder Batterien dabei hat. Was darf an keinem Reiserad, Bikepackingrad oder von mir aus auch Stadtrad, was man zum Einkaufen nutzt, nicht fehlen? Richtig, die Gepäckträger. Standardmäßig ist das Modell, das wir haben, das Get Fast von Rennstahl, mit 2 Gepäckträgern ausgestattet. Das Modell Phalanx, also hinten sowie vorne. Wir haben nur den hinteren behalten, den vorderen haben wir abgemacht. Es war ein, so wie man ihn kennt, ein Lowrider für vorne die Taschen, weil wir aber mehr mittlerweile im Bikepacking-Bereich unterwegs sind und vom Touren weg sind, wobei ich immer sage, es ist immer so eine Mischung. Wir sind so eine Mischung, ein bisschen aus beiden, ein bisschen Tourenbike, aber eigentlich eher Tendenz zu Bikepacking. Da wird auch halt viel immer gestritten und so, aber was soll's. Das ist nur Definition. Jedenfalls, vorne haben wir den Gepäckträger demontiert und haben
vorne vom Blackburn die Outpost Cages dran gemacht. Davon hat jeder von uns 4 am Vorderrad verbaut, an der Vordergabel. Als Größenvergleich, der Packsack, den ihr da jetzt seht, das ist ein 5 Liter Packsack und die Getränkeflasche 1,5 Liter. So habt ihr das so ein bisschen mehr im Blick, was für Maße das hat. Kommen wir direkt dazu, wie befestigt man die? Da gibt es ein paar Besonderheiten. Die neuesten Gravelbikes haben auf jeden Fall immer auch Verschraubungen an der Frontgabel, dass man halt, wie man hinten auch so einen Gepäckträger oder irgendwas dran schrauben kann, dass die Vorbohrungen haben mit Gewinde, wo man die dran machen kann. Was macht man, wenn man sie nicht hat? Das gleiche Problem hatten wir auch. Da habe ich lange recherchiert, bis ich was gefunden habe. Und zwar gibt es extra Halterungen für, wenn man keine Bohrungen hat, um diese so Käfige oder Getränkehalter auch dran zu machen. Halt nur bis zu einem bestimmten Gewichtsbereich. Aber die sind super. Da gibt es 2 Varianten. Am vorderen Teil haben wir welche verbaut. Die sind aus Metall mit richtigen Metallschrauben und haben noch eine Unterleg-Gummimatte drunter, dass man den Lack nicht beschädigt. Das haben wir vorne, weil die ein bisschen stabiler sind und auch mehr Gewicht halten. Des Weiteren kann man das aber auch, wie wir an unseren hinten an den Getränkehaltern dran haben. Also wir haben zusätzlich nochmal an der Sattelstrebe auch nochmal auf jeder Seite jeweils ein bei uns beiden Getränkehalter verbaut. Das sind ganz einfache 0815, die man halt überall bekommt. Bei uns aber halt aus Aluminium, damit die ein bisschen stabiler sind als die Kunststoffdinger, weil die doch vielleicht mal bei dem Geholper immer mal was abbekommen. Das ist Metall besser. Da haben wir die Kunststoffvariante gewählt. Das ist einfach, wie wenn man sich vorkann, so eine Rohrschelle, nur aus Kunststoff. Die kann man da rumlegen und dann wird die halt festgezogen und da, die hat eine Öffnung an der Seite, wo man halt eine Schraube für den Getränkehalter durchmachen kann. Wir haben da auch zusätzlich, weil wir nichts Passendes gefunden haben, wie so Unterlegmatten, das war jetzt nicht so gut, haben wir einen alten Fahrradschlauch genommen, den wir uns zurechtgeschnitten haben und dann als Anti-Rutschschutz und als Lackschutz einfach darunter geklemmt haben. Des Weiteren haben wir in der Mitte vom Fahrrad am Unterrohr auch nochmal vom Blackburn einen Outpost-Cage verbaut, einfach als Mehrzweck-Tasche. Bei mir ist da viel Werkzeug drin und schnelles, also wie ein Ersatzschlauch und ein bisschen Werkzeug. Bei Jasmin so eine kleine Multifunktionstasche, so hat man nochmal zusätzlich Stauraum für etwaige Sachen. Des Weiteren ist bei mir nochmal zusätzlich direkt an dem Käfig dran gebaut, ein Halter für unsere Fahrradpumpe. Sattel, ein sehr wichtiges Thema bei jedem Radfahrer, egal ob jetzt, ob man als Reiserad, Bikepacker, als Tourenfahrer oder Alltagsfahrer oder Triathlet oder Rennradfahrer unterwegs ist. Der Sattel ist immer ein wichtiges Thema. Da streiten sich die Geister sehr enorm, was man für einen Sattel braucht. Es hat natürlich auch viel damit zu tun, was sind die eigenen Vorlieben, was betreibt man mit dem Fahrrad, was für ein Sport, Alltagsradler, Langzeitrasender und natürlich, wie ist mein Hintern geformt. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass eigentlich härtere Sattel so im Bereich Sport anzusehen sind, beziehungsweise als Reiseräder. Und weichere Sattel, gerade die man kennt mit diesen Silikonüberzügen und sowas, das sind eher was für Alltagsradler. Natürlich werdet ihr bestimmt jetzt mit die Kommentare zuhauen mit, aber halt, wie gesagt, es ist ein sehr umstrittenes Thema, jeder hat seine eigenen Vorlieben. Wir wollen aber jetzt einmal vorstellen, was wir haben. Standardmäßig ist das Modell von Rennstall, was wir haben, bestückt mit einem Sattel aus dem Hause Brocks, und zwar den Cambium C17 Carved. Das ist auch der, den ihr jetzt hier seht. Den habe ich bei mir dran gelassen. Mein Alter war schon ein bisschen durchgesessen. Und das war der auch ebenfalls von Brocks, der Champion Flyer, nur so als Information am Rand. Jedenfalls hier der C17. Das ist ein harter Kautschuksattel, der behält seine Form. Und zwar ist die Besonderheit bei dem, dass er halt, wenn man drauf sitzt und länger fährt, er sich während der Fahrt anpasst an den Hintern, an der Form vom Hintern. Und wenn man wieder absteigt, geht dann wieder seine Ursprungsform zurück. Das ist vielleicht für den einen nicht so angenehm. Also Jasmin mag das überhaupt nicht, auf diesen Sattel zu fahren. Ich liebe diesen Sattel, ich bin super zufrieden damit. Das ist auch der Grund, warum Jasmin den alten Sattel behalten hat. Der ist aber auch super eingepupst natürlich. Sie hat den Champion Flyer von Brocks in der braunen Variante halt. Mit einer extra Kordel unten drunter, dass man den halt, wenn er ein bisschen nach einer Zeit ausgesessen ist und sich halt verbreitert unten, kann man den mit der Kordel wieder zusammenziehen. Bei dem handelt es sich um einen Ledersattel. Der ein oder andere wird sich bestimmt jetzt schon gefragt haben im Video, was ist diese silberne Stange, die er da unterm Sattel hat? Ganz einfach, es ist die Stange, die man zusammenklappen kann von unserem Tarp.
Grund, warum ich die an meinem Sattel so habe als Ständer, ist, da ich meinen Ständer verloren habe. Der hat mich in Kolumbien verlassen. Er wollte nicht mehr, hat einen Abbieger gemacht. Ich stand gerade die ganze Nacht geregnet. Am nächsten Morgen habe ich mein Fahrrad gepackt. Die Wiese war ein bisschen uneben und dann habe ich da so ein bisschen am Fahrrad rumgeruppt mit dem alten Gepäck noch. Und das fand der Ständer nicht so toll und hat sich dann verabschiedet. Und seitdem bin ich halt ohne Ständer unterwegs. Das war ein Ständer von Hiwi. Jasmin hatte noch, der ist auch eigentlich super stabil. Ich hatte einfach nur Pech. Bei Jasmin hält er ohne Probleme. Das ist der Grund, warum ich diese silberne Stange habe. Multifunktionsstange fürs Tab und fürs Fahrrad. Abschließend wollen wir natürlich auch ein Fazit abgeben. Was sind die Vor- und Nachteile dieses Rad? Ist das Fahrrad eine Empfehlung oder eher ein Flop? Vorab gesagt, wir können direkt sagen, es ist top. Es ist eine klare Empfehlung. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal so ein bisschen durch. Wir sind da schon lange unterwegs mit unseren Rädern. Jetzt mit denen schon 8.500, davor über 20.000 mit den alten Rädern. Alles, was wir beim alten Rad hatten an Probleme und dann da als Erfahrung gemacht haben, haben wir versucht hier einfließen zu lassen und somit für uns das optimale Fahrrad zu finden. Fündig geworden sind wir bei Rennstahl mit dem Get Fast Modell. Das hatte standardmäßig schon das alles verbaut, was wir eh wollten. Wichtigster Punkt war für uns größere Reifen. Wir waren ja vorher mit 26 Zoll Reifen unterwegs und sind jetzt mit 27,5. Und wir hatten halt gerade in Zentralamerika Probleme, Ersatz zu finden. Wenn du einen Platten hattest oder halt Mantel tauschen wolltest, weil die auch einfach abgefahren sind nach so einer langen Zeit, oder halt einen Schlauch mal tauschen wolltest, weil da schon etliche Flicken drauf sind, war es nicht möglich, irgendwas zu finden. Wir haben in Zentralamerika zwischen Mexiko bis Kolumbien extrem viele Fahrradläden abgeklappert, um irgendwas zu finden. Und mit dieser Erfahrung stehen wir auch nicht alleine. Auch andere Radreisen, mit denen wir uns unterhalten haben, haben die gleiche Erfahrung gemacht, die auch mit 26 unterwegs waren oder sind. Die Ersatzteillage ist schlecht. Da merkt man halt, dass sich der Standard ändert. 26 Zoll, was ja auch ein sehr stabiler Reifen, also Felge ist von der Größe her, ist halt leider nicht mehr der Standard im Reisebereich, also allgemein im Fahrradbereich. Er wird halt immer mehr abgedrängt von 27,5 bzw. 29 Zoll und das haben wir gemerkt. Da hatten wir halt sehr, sehr viele Probleme, überhaupt Ersatz zu bekommen. Jetzt hier überall in den Fahrradläden, wo wir waren, die haben zwar auch kein 26 Zoll, also nur so am Rand, nur weil wir jetzt größere haben, haben wir mal trotzdem Auge drauf geworfen, findet man auch nichts. Aber jetzt mit den 27,5 Zoll geht in jeden Fahrradladen, man findet alles. Egal, ob es schmale, breite Reifen sind, in allen möglichen Profil, Faltreifen, Drahtreifen, Schläuche, Anmaß. Also 27,5 Zoll oder 29 Zoll ist halt einfach der neue Standard, wo wir eher 27,5 Zoll empfehlen können. Kommen wir direkt zum nächsten Vorteil bei den Reifen. Wir hatten ja vorher Reifen in der Breite 1,75 Zoll. Jetzt haben wir mit dem Johnny Watts 2,35 Zoll und es ist ein himmelweiter Unterschied. Vorher hat man gemerkt, gerade Jasmin hat sich beklagt darüber, dass, wenn es ein bisschen sandiger wurde, sie Probleme hat, überhaupt die Spur zu halten, beziehungsweise das Fahrrad unter Kontrolle zu halten, weil der Reifen sehr schnell wegrutscht. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wer unsere Videos jetzt gesehen hat oder halt die jetzt auch noch kommen dann, von Bolivien in der Laguna Colorada in der Hochebene, Video verlinke ich euch mal hier, kann man das ganz gut sehen. Wir sind da fast eigentlich gefühlt auf 380 Kilometer nur Sand und Schotter gefahren. Also da gibt es auch Asphalt gar nicht, suchst du da nicht, ist auch geil. Und wir hatten mit den Rädern eigentlich null Probleme. Selbst wo ich auf dem Unturuco hochgefahren bin, auf 6000, bei dem ganzen Schotter und dem Wind, die Reifen haben super gegriffen. Also wir können für als Reiserad, wenn du vorhast, auch viel im Gelände unterwegs zu sein, breite Reifen nur empfehlen. Bist du mehr so der Tourenfahrer und bevorzugst halt eher so Fahrradwege oder Asphaltwege oder hin und wieder mal so ein Feldweg oder sowas, keine Frage. Die mit den 1,75er Breite kannst du auch Feldwege und alles fahren, keine Frage. Aber sobald es halt sandig wird oder halt viel Matsch und sowas ist, wird es schwierig oder man macht sich das Leben nicht leichter. Dann des Weiteren. Weitere Vorteile jetzt bei dem Rad, beziehungsweise Pros auf jeden Fall, Pros. Vorteile von dem Rad. Bei unserem alten Rad hatten wir das ja auch. Pinion P118 mit dem Namen, mit dem Riemen. Und da hatten wir das Problem, dass, wenn man zum Beispiel hinten Platten hatte und dann Reifen dann ausbauen will,
musste man erst immer die komplette Spannung einmal aus dem Riemen nehmen, über die Stellschrauben, die man links und rechts hinten am Rahmen hat. Also die Spannung rausnehmen, Reifen reparieren, reintun, Reifen neu zentrieren über die Stellschrauben, Reifen den Riemen auf die richtige Spannung bringen. Das war halt immer ein Riesengefummel. Wenn es dann dazu noch regnet oder kalt ist, brauche ich glaube ich niemanden erzählen, macht es kalt keinen Spaß und es dauert lange. Bei dem Fahrrad hier ist das ein bisschen anders. Es gibt ein Schienenführungssystem hinten drin. Das heißt, wir machen die Steckachse raus, ziehen den Reifen raus, der Riemen geht automatisch in die entspannte Position, nenne ich es jetzt einfach mal. Reifen flicken, rein her, aber den Riemen hinten über die Riemenscheibe von dem Hinterrad führen, in das Schienensystem klack drinne, Steckachse durch, fertig. Der Riemen ist immer auf perfekter Spannung. Man braucht da nicht rummodeln mit Schraubenzieher, um die richtige Spannung wieder hinzubekommen und mit einem Kriegkit oder so, mit einem Messgerät gucken, dass der Riemen auf der richtigen Spannung ist. Klarer Vorteil. Ein Reifenwechsel dauert jetzt 10 Minuten. Also das geht super schnell und erleichtert die Arbeit. Klarer Pluspunkt. Ein weiterer Pluspunkt ist, wie das verbaut ist. Wir haben hier rostfreie Schrauben, was halt Sinn macht bei einem Reiserad, wo man viel unterwegs ist in verschiedenen Regionen oder in der Salzwüste, wo man viel Salz hat, es sind rostfreie Schrauben und die sind halt auch deutlich dicker. Wenn ich das vergleiche mit unserem alten, da waren halt M3-Schrauben verbaut und teilweise M2-Schrauben, um hinten das Rahmenschloss zu halten. Und wie gesagt, wer unsere Videos kennt, wir hatten nur Probleme, das war grausig. Hier jetzt nichts. Es sind anständige Schrauben verbaut. Ich meine sogar edel, das sind Edelstahlschrauben. Also kein Problem. Ein weiterer Vorteil, klar, für uns die sportliche Form. Wir müssen sagen, man sieht es, das Rad ist eher so ein Mix aus Mountainbike und Reiserad. Es geht halt mehr so in die Mountainbike-Schiene rein, statt in die, ich sag mal, Tourenrad oder ja, Tourenrad-Alltagsrad-Form. Man sieht es schon, es unterscheidet sich schon davon. Dann, was kann man noch sagen? Achso, wenn ihr dazu mehr Informationen haben wollt, beziehungsweise über die Ergonomik und das Fahrrad und so, hat Rennsteil selber auch ein cooles Video erstellt, wo sie halt wirklich auf Schräubchenkunde eingehen, auf die Entwicklung eingehen, auf die, ja, wie sie das Fahrrad entwickelt haben und auch auf die Ergonomie und sowas alles eingehen. Das findet ihr jetzt einmal hier, können wir auch empfehlen, guckt auf jeden Fall mal rein, da wird noch mehr erzählt. Wir können halt nur unsere Meinung geben und ich bin leider kein Fachmann. Dann würde ich sagen, sind wir da so. Achso, es ist mega robust. Aufgrund auch wieder von mit dem Stahlrahmen und alles. Es ist wirklich ein sehr, sehr robustes Fahrrad. Wir haben es ja jetzt wirklich auf etlichen Pisten getestet. Und wir sind immer noch zufrieden wie am ersten Tag. Auch der Lack ist super gut. Klar, hier wo man die Taschen hat. Die Riemen von der Tasche sind, da ist ein bisschen so der Lack ein bisschen matter geworden, weil es halt darüber reibt. Man hätte diese Schutzfolien drüber kleben können, hätten wir machen müssen am Anfang. Haben wir versäumt, ist zu spät. Vielleicht muss man es dann irgendwann mal neu lackieren lassen, dann auf den nächsten 30.000, 40.000 Kilometern. Ist halt so. Ja. Negativpunkte. Das waren die Negativpunkte. Wir können bis jetzt aktuell nichts Negatives sagen. Wir sind, wie gesagt, sehr zufrieden. Ja. Gut, das soll mal unser Fazit so sein, was wir so sagen können über das Fahrrad. Unsere persönliche Meinung. Wir hoffen, wir haben euch damit weitergeholfen und konnten in diesem Video all eure Fragen beantworten, die so kamen. Falls noch Fragen offen sind, schreibt es einfach in die Kommentare rein. Wir werden auf jeden Fall darauf eingehen. Ansonsten, kleiner Hinweis, guckt da mal auf unserem Blog vorbei. Den werden wir euch jetzt auch hier einmal einblenden. Da sind auch nochmal alle Informationen über das Fahrrad zusammengebaut. Falls ihr eine komplette Liste haben wollt nochmal, was ist da eigentlich genau verbaut. Alles Mögliche. Guckt einfach mal da rein, da philosophieren wir auch noch so ein bisschen über das Fahrrad, da findet ihr auch zusätzlich auch nochmal das Video und auch den Link direkt zum Hersteller, falls ihr auch an die Fragen stellen wollt oder so. Genau, das soll es jetzt von unserer Seite aus gewesen sein. Wie gesagt, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen da und dann sehen wir uns im nächsten Video.